Die Geschichte der menschlichen Evolution ist in Wirklichkeit kein Survival of the Fittest, sondern ein Survival of the Friendliest. Und dann gab es die wichtige Frage in meinem Leben. Warum stehe ich früh auf? Was mache ich mit meinem Leben? So, wer bin ich? Wir leben vermehrt in vernetzten, energieeffizienten und bedarfsoptimierten Hochhäusern. Mikroelektronik, die von überall steuerbar ist. Was funktioniert bei dir daheim nur, wenn kein Strom geht? Die Gefahr ist mittlerweile durch das, wie wir unser Netz umbauen, immer größer. Das Zuhause ist permanent online, denn das Internet der Dinge bestimmt das gesamte Leben. Angst ist der größte Manipulator, den es gibt. Arbeit ist Lebenszeit. Was bringt Arbeit näher an unsere menschlichen Bedürfnisse heran? Sobald du die städtische Infrastruktur verlässt, werden Fähigkeiten zum Selbsterhalt immens wichtig. Keine EC-Karte, keine Tankstelle, kein Supermarkt, kein Bäcker. Ich habe mich immer schon gefragt, wie der Mensch in der heutigen Zeit eigentlich noch überleben kann. Survival-Techniken lernen bedeutet häufig, Dinge zu bewerkstelligen, ohne auf die Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation zurückgreifen zu müssen. Wir sprechen mit Stefan vom YouTube-Kanal Survival Deutschland. Wie kam die Liebe zur Natur? Mein Opa hat mir damals tatsächlich ein Reibert in die Hand gedrückt. Das sind diese Militärhandbücher, wo diese ersten Dienstvorschriften drinstehen. Was mache ich, wenn und so. Ne? Selbstständiges Schwimmen bei 80 cm hohem Wasser und dieser ganze Kram, ja, wo man so kennt. Wie baue ich einen Unterstand? Wie mache ich Feuer? Wie fange ich Tiere zum Essen? Das war mein allererstes Survival-Buch quasi. So. Und dann war für mich die Challenge natürlich, ich muss da raus, ich muss das probieren, finde ich geil. Und dann kam dann die Zeit, wo Rüdiger Nieberg richtig groß geworden ist. Und dann hat der die ersten Bücher rausgebracht. Am Ende der 1960er Jahre beschäftigte sich Rüdiger Nieberg zunehmend mit dem Thema Survival. Dies hatte er in der USA kennengelernt. Er erprobte Überlebenstechniken, in denen er mit minimaler Ausrüstung und Verpflegung durch unzählige Regionen reiste. Seine spektakulärsten Aktionen waren auf dem Atlantik, im Dschungel und in der Wüste. In den 1980er Jahren setzte er sich für indigene Völker ein und nutzte seine Popularität dafür, sodass deren Lebensraum nicht zerstört wurde. Ich war natürlich sofort Feuer und Flamme. Ich bin dann auch so, boom, geil. Und Rüdiger Nieberg, ich habe ihn ja später auch mehrfach getroffen, auch, habe mit ihm auch trainiert. Also dieser Mann, unfassbar. Wenn du 10 Minuten mit dem privat verbracht hast, das hat dein Leben verändert. Hab dann die Sachen versucht, die er in seinen Büchern beschrieben hat. Und dann habe ich gemerkt, der beschreibt gar nicht alles, was du wissen musst. Der hat die Richtungen gegeben, aber nicht die Endlösung. Und das hat mich getriggert. Tüftel, tüftel, tüftel. Es muss gehen, es muss. Und Nieberg hat immer gesagt, es geht. Der Einzige, der sich im Weg steht, bist du dir selbst. Wir besuchen einen Bushcraft-Spezialisten in Thüringen, Rocco Hartwig. Ich mache viele Experimente rund ums Thema Survival, Bushcraft, Outdoor-Geschichten, Steinzeit, steinzeitliche Sachen. Ich probiere mich da so ein bisschen aus, sagen wir mal so. Also wir haben ja verschiedene Projekte. Ich mache ja alles Mögliche. Ich mache ja nicht nur Feuerbohren und sowas. Hier ist zum Beispiel ein Solar-Trockenschrank, ein Dörrautomat, mit dem wir Kräuter trocknen können. Hier unten wird die Luft angesaugt. Die wird hier drinnen erwärmt. Hier ist die Sonneneinstrahlung. So, dann wird die heiße Luft, geht hier durch, hat hier Zug, geht hier durch und oben wieder raus. Und dabei kann man hier Kräuter reinlegen oder andere Sachen. Und nach 3 Tagen kann man die abfüllen und dann sind die trocken. Also, weil wir machen unseren eigenen Tee selber. Das gehört halt auch mit dazu, diese ganze Pflanzengeschichte. Ne? Was kann man draußen essen, trinken? Für diese Frage fahren wir in den Oberharz bei Bennekenstein. Dort bietet René Bushcraft und Survival-Erlebnisse an. René hat sein umfangreiches Wissen aus über 30 Jahren Erfahrungen gesammelt. Wir begleiten ihn bei einer seiner Touren und fragen ihn, welche Pflanzen man essen kann. Was passiert denn, wenn ihr jetzt im Wald unterwegs seid, in der Notsituation, wo ihr merkt, und ihr esst nur Fleisch, also Eiweiße, Proteine, Kohlenhydrate? Und was passiert mit dir? Skorbut. Veraltet auch Scharbock und Mundfäule genannt, ist eine bei Menschen auftretende Vitaminmangelkrankheit. Verursacht durch zu geringen Verzehr von frischem Obst und Gemüse. Die Leistungsfähigkeit und die Arbeitskraft lassen erheblich nach. Skorbut kann zum Tod durch Herzschwäche führen. Die Behandlung der Krankheit besteht somit in der Einnahme bzw. Gabe von Vitamin C oder dem Verzehr entsprechend vitaminhaltiger Nahrung. Und diesen Waldklee hier findet ihr
fast das ganze Jahr. Und deswegen rettet euch das Zeug so richtig den Arsch. So, jetzt kommt, haut rein. Könnt ihr auch runterschlucken. Schön durchbauen. Voll geil. Nee, sauer. Vitamin C. Genau. Esst nicht zu viel, ihr kriegt Bauchschmerzen. Oder wie man in Halle gesagt hat, Wanstrammeln. Als Wanstrammeln bezeichnet man akute Magenschmerzen, häufig auftretend nach fettigem Essen. Nehmt das hier oben immer bei einer Brennnessel die oberste Spitze, ruppelt ihr euch so ein bisschen rein, dann sind auch die kleinen Brennhaare weg, könnt ihr auch essen. Also alles, was ich esse, probiert. Auch verschiedene Pflanzenteile beim Schilfrohr sind essbar. Die jungen Sprossen können als Gemüse roh oder gekocht verzehrt werden. Die Blätter dienen in Asien als Verpackung für Speisen und die stärkehaltigen Wurzeln sind roh oder gekocht als Wildgemüse geeignet. Schneidet ziemlich weit unten ab, dann kriegt ihr hier diese schöne Helle. Kann auch sein, dass ihr mal was Verholztes bekommt, aber müsst ihr durch. Du kannst die drehen, schneiden, völlig egal. Du wirklich das Ende siehst, nicht? Das ist ein schöner Steinpilz. Okay. So. Maronen sehen auch so aus, ne? Maronen hast du dann, das sind dünner, und wenn du über die Marone gehst, sollte das jetzt lila werden. Das ist ein eindeutiger Steinpilz. Der Steinpilz ist ein edler Pilz, der mit den Wurzeln von Fichten, Buchen und Eichen symbiotisch lebt. René, was machst du draußen am liebsten? Bier trinken. Ja, das Obligatorische. Also achtet drauf, wenn ihr Pilze seht, die anderen müssen wir halt mitnehmen. Kommen wir jetzt zu unserem jüngsten Teilnehmer. Mario. Ja, mein Name ist Mario. Ich habe einen kleinen YouTube-Kanal seit ungefähr 2 Jahren, The Hiking Viking. Auf diesem Kanal geht es hauptsächlich um Wandern, aber ich schneide auch Themen wie Bushcrafting und Survival an, unter anderem auch Kanufahren. Ich finde einfach, wir Menschen leben in einer künstlichen Umwelt, die wir uns selber geschaffen haben, die eigentlich gar nicht für uns artgerecht ist. Und sobald ich in der Natur bin, habe ich das Gefühl, dass das alles gar nicht mehr so viel auf mich einwirkt und dass ich einfach mehr ich bin, einfach mehr Mensch bin. Und das gibt mir einfach unglaublich viel, um zu mir selber zu finden und runterzukommen. Wir fragen Mario, ob er uns einen Pilz empfehlen kann. Ja, also es geht hier um den Chaga-Tee. Das ist ein Pilz, der wächst hauptsächlich an der Birke, insbesondere die Sandbirke, da könnt ihr den finden. Der schiefe Schillerporling ist unter dem Namen Chaga bekannt. Er ist ein parasitischer Holzbewohner und verursacht in Laubbäumen, vor allem auf verschiedenen Birken, eine massive Weißfäule. Die schwarzen Knollen des schiefen Schillerporlings werden bereits seit dem 15. Jahrhundert in der russischen Volksmedizin gegen Krebs verwendet. Ja, der wächst hauptsächlich in den nordischen Ländern, also Skandinavien, die baltischen Staaten oder auch Sibirien kommt der sehr viel vor. Hier in Deutschland findet ihr den eher so an der Nordseeküste, Ostseeküste, Richtung Süden, Richtung Bayern. Da wird es halt eher schwer, den zu finden. Ich habe auch wirklich lange danach gesucht. Das ist halt echt nicht einfach, den zu finden. Aber wenn ihr den dann findet, freut man sich halt umso mehr. Ihr dürft den auf keinen Fall roh essen. Man trinkt den halt hauptsächlich als Tee. Ordentlich kochendes Wasser drauf und dann mindestens 15 Minuten ziehen lassen, damit wirklich alle Stoffe rausgetrieben werden. Und dann könnt ihr den ohne Probleme trinken. Man sollte den allerdings nicht öfters als 2 bis 3 Mal am Tag trinken, weil die nicht unbedingt immer gut sind für die Nieren auf Dauer. Zum Beispiel Oxalate-Wirkstoff, der ist auch in Schokolade drin oder in Nüsse. Oxalat ist zwar in geringen Mengen ein krebshemmendes Mittel, belastet jedoch in hohen Mengen die Nieren. Nachdem ihr den Tee fertig gekocht habt, könnt ihr die Stücke wiederverwenden. Die kann man bis zu 5-mal wieder auskochen. Die Dosis macht das Gift. Deshalb fragen wir jetzt einen Sanitäter aus Schleswig-Holstein, der uns weitere reale Gefahren schildern kann. Schnittverletzungen mit Messern kommt relativ oft vor und meistens durch Unachtsamkeit. Ob es beim Reinigen ist, ob es beim Schnitzen ist, weil man sich ablenken lässt. Mike, ab wann erkennt man eine Blutvergiftung? Puh, früher hat man immer gesagt, da bildet sich so ein lustiger roter Strich. Das ist manchmal auch noch so, aber das kommt immer darauf an, wo habe ich mich verletzt, wo ist die Wunde und welcher Bereich ist so wirklich getroffen. Du merkst relativ schnell an Wunden, dass wenn sie eitern, stinken, riechen, Ausfluss haben, will ich mal sagen, dass da was nicht stimmt mit meiner Wunddesinfektion, ich habe es nicht sauber gehalten, ich habe es nicht trocken gehalten, ich habe keinen regelmäßigen Verbandwechsel gemacht. Das ist dann schon blöd. Die Stelle wird rot, das tut auch weh.
Wenn ich dann dagegen nichts tue, werde ich sicherlich auch irgendwann anfangen, im Körper Temperatur zu entwickeln. Entzündungsherde breiten sich aus. Und dann ist der Weg zu einer großen Blutvergiftung nicht mehr weit. Habt ein Erste-Hilfe-Set dabei, es macht immer Sinn. Ihr habt ja auch einen Kfz-Verbandkasten im Auto. Ich weiß, das ist immer gezwungen, den mitzuhaben. Aber nehmt doch einfach, wenn ihr euren Rucksack packt, das Erste, was ist, ein kleines Erste-Hilfe-Set mit rein. Das würde schon ganz viel bringen. Das erspart euch nämlich, eure Klamotten unterwegs zu zerreißen. Zu längeren Touren zählt aber auch der Fettstift, eine Handcreme. Also ich kann mir auch mal was wundlaufen, durchscheuern, durchschwitzen. Kohlekompretten vielleicht, weil ich irgendwie ein verdorbenes Lebensmittel gegessen habe. Ein paar mehr Rettungsdecken logischerweise, weil eine ist keine. Zwei ist schon toll. Drei ist richtig toll, weil man da ganz viel mitmachen kann. Eine Rettungsdecke ist ja auch so ein Multi-Use-Gerät im Wald, wo man viel mitmachen kann und man kann auch viel gut auf sich aufmerksam machen. Also je nachdem, was man macht und welcher Gruppengröße, geht's eigentlich los. Unfälle passieren, deshalb fahren wir nach Oberbayern, um uns mit Bernd zu treffen. Er war mit Atze, dem Buschpiraten, mal in so einer schwierigen Lage. So, wie Schicksal so spielt, bin ich auf einer kleinen Schneefläche umgeknickt und habe mir meinen Fuß verstaucht. Hab scheiß Schmerzen. Jetzt muss man mal gucken, wie es mit dem Runtergehen ist. Der Arzt ist dann vorgelaufen, hat auch Gepäck von mir abgenommen und hat dann immer mit seinen Steckern geschaut, wo es tief runtergeht. Da sind wir dann nicht lang gelaufen, weil wirklich, also es war wirklich Holz obendrauf, Totbäume, Schnee und unten drunter ist dann noch Wasser. Ich hab gesagt, wenn ich da reinfall, dann kannst du mich beerdigen mit dem Fuß. Ja Leute, so kann es gehen. Ja. In einer Sekunde noch Freude, in der anderen schon wieder Scheißdreck. Und so völlig banal und unsinnig. War ja nicht mal eine große Aktion oder so. Einfach so weggeschnackselt. Naja, gut. Das war eine ziemliche Tortur. Wir haben 8 Stunden gebraucht. Also 4 Stunden, glaube ich, nach oben und 8 Stunden runter oder so oder länger. Schmerzmittel, ja, das war für mich Survival. Ja, und bei mir gibt es das Video, weil ich habe trotzdem damals noch mitgefilmt. Könnt's bei mir auf dem Kanal schauen. Sieht vielleicht nicht ganz so krass aus, wie es war. Sowas muss man einfach fühlen und das war für mich so eine fast reale Survival-Situation. Wir mussten ja halt da irgendwie wieder runterkommen. Die Ambition war eigentlich, ich wollte meine Abenteuer teilen. Das, was ich mache, dokumentieren, wie man halt rausgehen kann. Und zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war das auch nicht so, ja nicht ganz so krass weit verbreitet. Also ich möchte mal sagen, es waren nicht so viele YouTuber einfach da, die das gemacht haben. Ja, ich bin der glückliche Besitzer eines eigenen Waldstückes seit 2 Jahren und da betreibe ich die meiste Zeit mein Hobby, weil es einfach vom Gefühl her chilliger ist. Früher war ich viel so unterwegs, also Wildcamping und so. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, mit dem Förster geredet oder es war auch mal der Jäger da und hat mit mir einen Kaffee getrunken. Also von dem her kann ich nichts Negatives sagen und war eigentlich auch immer gern gesehener Gast in diesen Waldstücken, wo ich viel unterwegs war. Ja, mein Appell an Leute, die rausgehen, nehmt euer Müll bitte mit oder nehmt eine Tüte mit, wenn ihr Müll rumliegen seht oder irgendwelche Flaschen, sammelt die gerne mit ein. Macht's kein Feuer, wenn ihr Anfänger seid, im Sommer gar nicht, also wenn der Wald trocken ist. Das merkt man ja, wenn man drüber geht. Kein Feuer, kein Gasbrenner, kein Spiritus, nichts. Einfach nichts kochen, Brotzeit reicht auch. Kaffee kann man in der Thermoskanne mitnehmen, ist alles kein Thema. Ansonsten kann ich nur sagen, geht's raus, Leute, habt Respekt vor der Natur und viel Spaß. Ich bin ja auch nicht so der Hardcore-Survival-Typ. Also ich mag es jetzt nicht, durch den Schlamm zu robben oder wochenlang nichts zu essen. So, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte gern draußen sein, in der Natur. Also ich mag dieses Feeling, draußen zu sein, aber auch einen gewissen Komfort zu haben. Das ist für mich Buschkraft. Und Survival, das hat auch mal ein bisschen was mit Leiden zu tun und mal sich durchbeißen. So. Das hatte ich in meiner Jugend, das reicht. Das brauche ich nicht noch weiter auszudehnen. Wie kann man das ganze Jahr draußen verbringen? Für diese Frage kommt Udo Feldmann vorbei. Wenn du jeden Tag draußen schläfst, jeden Tag ist halt wirklich, dauert 65 Tage, schaffe ich nicht, habe ich noch nicht geschafft, weil ich habe auch eine Freundin. Da geht das halt nicht, aber der längste Tag war 298, selbst im Winter. Das höchste war in Österreich 17 Grad minus. Und auch wegen dem Schlafen. In Österreich ist es leider verboten zu schlafen draußen. Also habe ich mir ein Waldgrundstück gemietet, wo ich meine Kurse machen kann. Wo denn meine Kunden draußen schlafen dürfen, ohne dass der Jäger oder sowas kommt. Weil das wird immer weniger und das wird noch weniger werden. Und mit dem Feuer machen, das wird irgendwann mal ganz verboten werden. Und im eigenen Grund darfst du das, sei denn es wird eine Alarmstufe ausgerufen, das Waldbrand, dann macht man es natürlich nicht. Ne?
war auch schon mal in einem Flussbeck, dummerweise, habe ich nicht gewusst. Ich habe es einfach nicht gewusst, war so viel Laub drüber. Und da habe ich ungefähr einen halben Meter und so 5 Zentimeter unter meinem Hintern ist Wasser durchgegossen. Also wenn ich jetzt so aussah, der hätte mich mitgegessen wahrscheinlich. Habe ich einfach drin abgewartet, so 5-6 Stunden. Ne? Ist auch spannend, ist wirklich spannend, aber ist auch Dummheit gewesen. Weil man glaubt, man weiß alles, aber das stimmt lange nicht. Wenn einer zum Beispiel im Sommer draußen schläft, würde ich niemals abends warm essen. Dann schwitzt du die ganze Nacht. Die ganze Nacht kannst du nicht aufstehen. Also du kannst nicht richtig schlafen, weil der Körper arbeitet. Und im Winter unbedingt so eine halbe Stunde, bevor du schlafen gehst, warm essen. Weil der Körper muss dann arbeiten. Da ist genau, der arbeitet, aber der bleibt vom Arbeiten wird der wärmer. Und eventuell, wenn du pullern musst, nimmst du einfach eine Flasche oder Tüte, pullerst da rein und nimmst diese Flasche einfach an deinen Füßen. Füße sind im Winter am gefährlichsten. Mein neues Spielzeug ist ein Portland. Da ich von der Fotografie komme, tue ich immer so mit meinem Fotoapparat fotografieren. Und da siehst du praktisch das Nest und du guckst immer unterm Nest. Wenn die Vögel sind ja oben drin und das ist immer geschützt. Und mit denen klettere ich halt bis 30 Meter hoch, je nachdem wie groß der Baum ist. Ja. Und dann schleppe ich das hoch und tue dann von 300 Meter mit so einem Objektiv dann da rein fotografieren. Dann gehe ich aber nicht ständig runter, sondern ich bleibe 3 Tage in diesem Zelt sitzen und koche da und mache auch meine Geschäfte und dann kann ich meine Bilder machen. Ich bin kein Thomas-Gast. Ich bin kein Thomas-Gast. Das ist dein Hobby. Aber beide waren wir gleich. Ich bin liebend gern draußen. Tatsächlich war das der Hauptgrund, meinen Kanal damals zu gründen. So wie andere sich einen Hund kaufen zum Drausgehen. Und ich dachte, gut, wenn ich draußen Videos mache, gehe ich öfters raus. Hat am Anfang auch gut funktioniert. Mittlerweile leider nicht mehr so. Vielleicht brauche ich jetzt noch einen Hund. Also überleben muss man ja nicht nur draußen, sondern tagtäglich. Es gibt zu vieles. Natürlich, klar, es kann einmal Unwetter passieren. Wir sehen es gerade nicht weit weg von hier. Österreich, Kärnten, haben ja nur wenige 100 Kilometer. Da gab es jetzt große Überschwemmungen zum Beispiel. Das hatten wir hier auch. Wir hatten das Schneechaos 2019 hier. Ich bin ja beim THW, war da 14 Tage lang im Einsatz und habe Schnee geschippt. Das kann mal ganz schnell passieren. Da musste man eine Ortschaft zum Beispiel wurde geräumt, weil es drohte, eine Lawine abzugehen. Es gibt natürlich Chemieunfälle, es kann einmal Brand kommen, das passiert ja auch regelmäßig, kriegt ja jeder mit. Bei uns wird ja nur mit Sirene alarmiert, 3-mal in der Woche geht die Sirene. Also es gibt einiges hier an Brände und natürlich, wenn unser Energienetz zusammenbricht, der sogenannte Blackout. Die Gefahr ist mittlerweile durch das, wie wir unser Netz umbauen, immer größer. Und wenn natürlich kein Strom mehr da ist, man muss sich ja nur mal überlegen, was funktioniert bei dir daheim noch, wenn kein Strom geht? Das sind so Kleinigkeiten, an die denkt kein Mensch, weil wir einfach gewohnt haben, es funktioniert alles, ich drücke auf die Taste und dann ist das Thema erledigt. Genauso wie der Ofen nicht geht, ich kann mir keinen Kaffee machen. Überleg mal, was das am Morgen bedeutet, ohne Kaffee aus dem Haus zu gehen. Ich kann nicht mehr tanken, vielleicht habe ich gerade meinen Tank geleert, weil ich immer auf die letzten Kilometer fahre. Wir hatten vor kurzem hier tatsächlich einen Stromausfall. Supermarkt haben die Leute mit ihren Wegel davor gewartet, weil du wärst sofort rausgeschmissen, es ist dunkel da drinnen. Die Kassen funktionieren nicht mehr, die brauchen Strom und Internet. Internet ist ausgefallen. Internet fällt sofort aus, weil die Fritzbox ja nicht mehr funktioniert. Das Handynetz ist nach 15 Minuten ausgefallen. Und dann bin ich extra zur Tankstelle gegangen und es war wie im Film vor der Tankstelle bis auf die Straße gestanden, weil jeder tanken wollte. Zwar der Stromausfall nur 30 Minuten, das war jetzt nichts Dramatisches, aber wenn das mal 3 Tage ist, 5 Tage, 8 Tage, und ich will auch keinen haben. Und deswegen versuche ich die Leute aufzuklären, dass wir unser Stromnetz doch nicht noch mehr umbauen, dass es vielleicht doch nicht zum Blackout kommt. Es gibt den einen oder anderen, der gerne mal zu mir sagt, ich wäre ein leichter Control-Freak. Der liebe Pete hier ist jemand, der sehr wortkarg ist in seinen Textnachrichten. Also ich heute am Bahnhof, stehe da, Zug kommt, alle steigen aus, kein Pete ist da. Ich so, wo ist Pete? Will er mich verarschen? Also wie ich dann halt so bin, das muss direkt kontrolliert werden, Handy raus und ein Videocall. Wo bist du? Und er so völlig nonchalant, na, im Zug, wo sonst? Ich so, ach, das ist schön. Wie wäre es mit aufsteigen, bevor der Zug weiterfährt? Warum? Guck doch mal zum Fenster raus. Was steht auf dem Schild? Du musst ja aussteigen, Mann.
jetzt, der Zug steht schon 2 Minuten. Warum? Guckt auf das Schild, oh, verdammt, rasten, rödeln sie, da kam er raus, Zug fährt weiter. Das hätte ich dann filmen müssen. Ja. Das wäre eine Instagram-Story geworden. Ich mach dich Fame, Bro. Ja. To be continued.